Hey zusammen, wie bereits im letzten Video angekündigt, geht es im heutigen Video um die Marktanalyse, was wir dabei zu beachten haben, mit welchen Tools wir analysieren und wie wir bei einer Analyse vorgehen, das sehen wir alles im heutigen Video. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, no, it's your turn. Wie wird eine Marktanalyse aufgebaut? Und was ist dabei zu beachten? In der nachfolgenden Phase geht es um das Thema der Marktanalyse. Die Marktanalyse macht tatsächlich rund die Hälfte des eigentlichen Tradings aus. Bei der Marktanalyse geht es darum, dann tatsächlich den Markt richtig bewerten zu können, seine analytische Fähigkeit unter Beweis zu stellen und vor allem entscheidet sie über Erfolg und Misserfolg im Trading. Gerade fertig geworden mit dem News Trading. Eugen ist darauf eingegangen, wie man bei News reagieren sollte. Also heißt, am besten bei News aus dem Markt bleiben. Der Markt kann extrem reagieren in deine Richtung, kann auch das pure Gegenteil passieren. Es kann auch passieren, dass der Markt gar nicht reagiert. Davor aus dem Markt bleiben am besten und auch danach noch ein bisschen. Genau, es war kurz zusammengefasst. Wir sind natürlich viel ins Detail gegangen. Da wir nicht nur irgendein Trading machen, sondern Volumen-Trading, gibt es auch andere Faktoren zu beachten. Welche das sind, seht ihr jetzt. Yo, starten wir gleich hier rein ins Volumen-Trading, womit wir uns auch hauptsächlich beim Trading beschäftigen werden. Da bin ich jetzt ganz gespannt. So, let's go. Was das Volumen-Trading schlussendlich bringt und wie das aufgebaut ist, das besprechen wir jetzt ganz kurz und somit leiten wir auch schon offiziell dann in die Thematik des Volumen Tradings ein. So, fertig mit dem Thema Volumen Trading. Also, wir machen unser Volumen Trading nach drei Faktoren aus. Einmal Ansätze der technischen Analyse, dann das Volumen und Teile der fundamentalen Analyse, heißt zum Beispiel Nachrichten. Ganz wichtig, die drei Faktoren zusammen ist geil. Was Eugen auch meinte, gewisse Handelsansätze funktionieren nur zu gewissen Marktphasen. Also heißt zum Beispiel, was heute funktioniert, muss in zwei Wochen nicht mehr funktionieren. Also dementsprechend immer anpassen, wie ein Chamäleon, draus lernen und besser machen. Den Footprint-Chart, um den Einstieg planen zu können. Das Volumenprofil, um zu sehen, hey, wo sind die großen Marktteilnehmer, und danach analysiere ich. Das Orderbuch, um zu sehen, wer möchte wann kaufen. Und warum traden wir jetzt eigentlich nach Volumen? Wir sehen anhand des Volumens, hey, wo positionieren sich große Marktteilnehmer. Zum Beispiel, ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Balken. Hey, hier hat ein Marktteilnehmer gekauft, 2, 3, 3, und je nachdem wird es größer. Und das wird dann halt wie so ein Berg, und man sieht, hey, hier wurde wirklich viel getradet. Dementsprechend bei großen Banken, Institutionen nicht mit wenig Kapital traden, ist der Berg meist an manchen Positionen größer und man sieht, wo es befinden sich diese. Und je nachdem machen wir unsere Analyse aus und schauen, traden Breakouts oder Ablehnung. Genau, das war's. Okay, das ist das Volumen-Trading. Tag 8 der Trading-Woche und ihr seht schon, ich bin abreisebereit, denn für mich geht's heute nach Köln. Ich musste die letzten zwei Tage wegen Packen und weil ich noch ein bisschen was schneiden musste, mit Trading ausfallen lassen. Aber heute fahre ich 5 Stunden Zug und da habe ich ein bisschen Zeit, was zu lernen während der Fahrt. You really got me stuck. Jetzt kommen wir mal wirklich zum Volumen, aber was ist jetzt eigentlich dieses Volumen? So, Thema Volumen. Volumen findet man am Markt, indem man Folgendes macht. Kaufen und Verkaufen. Heißt, du kaufst ist ein Volumen, du verkaufst sind zwei Volumen.
simple Mathematik. Also das heißt eigentlich, zum Schluss ist es einfach die Verkäufer und die Käufer miteinander addiert. Zum Beispiel zu dem Preis 4.400 waren 500 Käufer am Start und Verkäufer. Und dann bei 4.401 waren es zum Beispiel dann einfach nur 600. Und dementsprechend kann man halt dann das abmessen. Hey, wo sind jetzt viele Marktteilnehmer und wo sind wenig? Worauf achten wir beim Volumen? Beim Volumen achten wir darauf, wo dieses Volumen herrscht, heißt, wo am meisten Volumen wirklich gehandelt wird. Weil wir wissen dadurch, hey, hier fühlen sich die Marktteilnehmer wohl. Und bei Low Volume, also bei wenig Volumen, ist es meistens so, dass der Preis dann gleich wieder zurücksackt oder sich neue Preisbereiche sucht, weil der Preis nicht mehr anerkannt wird von den großen Marktteilnehmern. Dementsprechend suchen sie sich neue Preisbereiche. Man muss dazu sagen, der Markt ist immer bei hohem Volumen in einer Balance. Dann kommt immer der Breakout. Und dann beginnt die neue Preisfindung. Und wenn man den Preis gefunden hat, geht es natürlich wieder in eine Balance-Phase. Auf jeden Fall gehen wir dann her bei der Analyse und suchen uns das hohe Volumen raus. Wie machen wir das? Wir gehen erstmal in die übergeordneten Charts. Dementsprechend brechen wir das immer weiter runter. Daily, 4 Stunden, Stunden, halbe Stunde, 3 und 15 Minuten. Genau. Das war's zum Thema Volumen auch schon. Da kommen wir auch schon zu unserem ersten Analyse-Tool, das Volumenprofil. Dann kommen wir zum Volumenprofil. Das Volumenprofil ist unser Werkzeug, wo wir das Volumen finden. Ausschlaggebend ist hier ein Balkendiagramm und man sieht, hey, wo ist am meisten Volumen? An dem Berg. Da, wo die Ausbeulung natürlich am größten ist, da herrscht am meisten Volumen. Alles andere ist meistens geringes Volumen. Der Vorteil ist an dem Profil, wir können es überall nutzen. 15-Minuten-Chart, 30-Minuten-Chart, an der Range kann man das draufziehen. Dementsprechend wissen wir immer, hey, hier wurde so und so viel gehandelt, hey, hier wurde so und so viel gehandelt. Und wir können es drauf auf diese Situation anpassen. Das Volumenprofil ist dazu unser Fundament für unsere Analyse. Das ist unser Haupttool, was wir letzten Endes nutzen werden, um das Volumen rauszufinden, um unsere Analyse dementsprechend darauf aufzubauen und danach zu traden. Was ist eine Volume Area und was gibt es da zu beachten? Die Volume Area ist der Bereich, wo am meisten Volumen gehandelt worden ist. 70% des Tagesvolumens befindet sich in diesem Bereich. Also ihr könnt euch einfach vorstellen, einfach, du hast hier einen großen Bereich, hier oben wurde nicht viel gehandelt, hier unten wurde nicht viel gehandelt, sondern nur in der Mitte wurde viel gehandelt. Und das ist die Volume Area. Diese wird abgemessen an der oberen Kante und unteren Kante. Die obere Kante nennt man Volume Area High und die untere Volume Area Low. Der Markt hält sich den ganzen Tag meistens über in diesem Bereich, weil es eine Balance-Phase ist. Eugen meinte dazu, wir traden in der Volume Area gar nicht meistens. Wenn dann nur an den Extrempunkten, heißt Volume Area High, um dann nach unten wieder mitzugehen, aber nur dementsprechend, wenn sich ein Setup ergibt. Und genau das andere rum, wenn sich Volume Area Low, unten, wenn der Markt nach unten geht, Volume Area Low und dann nach oben. Aber auch nur, wenn sich ein Setup ergibt. Er meinte, nur ganz, dass wir das nur ganz, ganz selten traden. Das sind meistens Scalp-Trades und da muss man schon wissen, was man macht, weil hier verbrennen wirklich viele Trader ihr Geld. Eugen meinte dann, wir versuchen die Ausbrüche aus dieser Zone zu traden. Weil wir sind aus einer Balance-Phase. Was kommt nach einer Balance-Phase? Die Breakout-Phase, also beziehungsweise die Preisfindungsphase. Heißt, die Marktteilnehmer suchen sich neue Preise und bis dahin vergeht meistens ein guter Weg, wo man gute Profite einfahren kann, bis es dann wieder zur nächsten Balance-Phase geht. In der Volume Area gibt es einen sogenannten POC, einen Point of Control. Für was der in diesem Bereich ist, seht ihr jetzt. Ja, POC, hört sich an wie so ein Puck, so vom Hockey. Ist aber kein Puck, ist ein Point of Control, also Punkt der Kontrolle. Dieser Punkt ist das meiste Volumen des Tages. Meistens befindet sich dieser in der Volume Area. Was sagt uns dieser Punkt? An diesem Punkt wurde am meisten gehandelt und für die Marktteilnehmer ist es der fairste Preis, den es aktuell gibt. Darum wird hier viel gehandelt, gekauft und verkauft. Ich habe mir aufgeschrieben, höchstes Handelsinteresse und hohe Liquidität herrscht hier, weil halt hier viel einfach gehandelt wird. Die Regel von Eugen war, Nummer 1 Regel meint er, nicht traden am POC. Merken wir uns. Das kommt gleich auf unsere Regelliste, nicht traden am POC. You really got me stuck. Kann nicht einfach so analysiert werden. Es wird ein spezieller Chart oder spezielle Indikatoren benötigt.
Dann gibt es noch andere Charts, wie zum Beispiel den Cluster-Chart, den wo ich bis jetzt immer oft verwendet habe. Und im Cluster-Chart sehen wir pro Tick, wie viel Volumen wurde zu welcher Zeit und zu welcher Uhrzeit gehandelt. Ist meistens sehr hilfreich, weil wir sehen, hey, Baumgrad, große Marktteilnehmer gerade gegen den Preis oder mit dem Preis. Und das können wir für uns nutzen. Dann gibt es noch einen Chart, und zwar den Footprint-Chart. Der ist ein bisschen besser. Ich bin aber allerdings noch nicht mit dem so klar gekommen, weil ich habe ihn zwar mal genutzt, aber nicht viel. Auf der einen Seite vom Footprint-Chart sehen wir einmal den Bid und auf der anderen Seite den Ask. Heißt, wir sehen auch, wie viel gekauft worden ist und wie viel verkauft worden ist. Dementsprechend können wir das auch für uns nutzen und sehen, jetzt haben gerade viel Marktteilnehmer gekauft und hey, jetzt haben viel verkauft. Kann man mega für uns nutzen. Und das sind so die Volumen-Tools, die wir nutzen können. High and Low Volume. Was den Unterschied macht und wie wir es zum Handeln nutzen? Da wir ja Volumen-Trader sind, achten wir extremst aufs Volumen. Aber was hilft uns das jetzt eigentlich? Durch dieses Volumen, was wir gerade durchgenommen haben, High and Low Volume, sehen wir, hey, wo sind jetzt große Marktteilnehmer und akzeptierte Preisbereiche? Zum Beispiel, wenn jetzt das Volumenprofil sehr viel Volumenberge aufweicht, also man sieht in dem Chart, hey, hier herrscht viel Volumen, hier herrscht wenig Volumen. Und je nachdem, wo sich der Markt befindet, beziehungsweise kann es auch mal sein, dass ein Tag gar kein Volumen aufweist und dadurch merkt man dann, hey, es gibt gerade aktuell keinen akzeptierten Preisbereich, den sucht der Markt jetzt aktuell noch und läuft deswegen dann alte Preisbereiche von zum Beispiel dem Vortag an. Weil wie wir wissen, bei hohem Volumen ist hohes Handelsinteresse da. Bei Low Volume ist kein Handelsinteresse da. Deswegen bricht der Markt meist aus dem Volumenberg aus in eine Richtung, um dann neue Preisbereiche zu suchen, weil der andere dann nicht mehr akzeptiert wird. Genau, und diesen Ausbruch, wie schon gesagt, den traden wir. So, genug mit den Folien. Jetzt geht es auch schon direkt in die Praxis rein, wo wir jetzt mal gemeinsam die ersten Marktanalysen aufstellen werden. Nachdem ich die Analyse von Eugen wortwörtlich durchgekaut habe, durfte ich selbst ans Werk, um meine Analyse-Skills unter Beweis zu stellen. Wir gingen wie folgt vor. Anhand der Volumenberge suchten wir Dreh-, Wendepunkte und Sammelzonen, wo viel gehandelt wird, beziehungsweise wo das Interesse der Marktteilnehmer groß ist. Nachdem ich mittlerweile mehrere Tage die Analyse ausgebaut geübt habe, ähnelt diese mittlerweile zu 90-95% sogar dieser von Eugen. Nachdem ich mittlerweile die Analyse seit mehreren Tagen ausführe und immer wieder übe und übe, muss ich ehrlich sagen, ich finde diese Analyseart wirklich mega geil. In meiner alten Ausbildung sind wir nicht so gut vorgegangen wie bei Eugen und das hat mich eigentlich ehrlich gesagt schon schockiert, dass es so gut funktioniert. Ich muss auch ehrlich sein, ich habe sogar bereits 2 Trades, obwohl ich eigentlich gar keine Handelsansätze von Eugen habe, umgesetzt. Und mit einem guten Profit abgeschlossen. Seht ihr hier. War natürlich nur ein Demo-Trade zum Üben, aber mit den Hintergedanken, wo Eugen einfach in seinen Videos gesagt hat, habe ich den Trade umgesetzt. Hey, Volumen akkumuliert, man sieht, die großen Marktteilnehmer wollen nicht weiter. Dann hat es einen kleinen Push gegeben, wieder zurück und dann bin ich den Trade eingegangen und schwuppdiwupp hatte ich einen guten Profit. Dann habe ich gesehen, hey, der Markt, der will jetzt doch nicht mehr diesen Weg gehen. Habe den Trade geschlossen mit dem Profit, was ihr bereits gesehen habt und bin wirklich erstaunt, dass es so gut funktioniert hat. Da habe ich gemerkt, der Markt kommt an diesem Punkt wieder nicht weiter und bin in den nächsten Trade eingegangen, in die andere Richtung. Es hat so gut funktioniert. Ich war ehrlich gesagt schockiert, dass ich allein mit den neuen Analyseansätzen schon so gut traden kann. Obwohl ich halt keine Handelsansätze von Eugen habe, muss man auch dazu sagen. Vielleicht hatte ich ja einfach nur Glück, muss ich auch dazu sagen. Das war's dann auch schon mit dem Video zur Marktanalyse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zur Trader Week. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ringgeschäft. Ciao.